Grüße erstmal, mein Name ist Matthias Schulz. Ich arbeite als Sales Manager bei der Planisware Deutschland GmbH hier in München und stelle Ihnen heute einmal ganz kurz die Firma und dann nachher auch das bisschen was zum Produkt vor. Gut, wer sind wir überhaupt? Planisware ist Softwarehersteller in Privatbesitz. Das heißt, die Firmengründer sind noch weiterhin im Unternehmen aktiv. Wir haben mit den zwei Produkten, die wir im Portfolio haben, jetzt einen Kundenstamm von knapp über 1000 Kunden weltweit und machen damit ungefähr einen Umsatz von ca. 100 Millionen. Wir haben ungefähr 500 Mitarbeiter, davon arbeiten so knapp 60 hier in München, in unserem deutschen Standort, der dann den deutschsprachigen Raum bedient. Und genau, die Firma wurde vor 25 Jahren mal als ein Spin-off von einem Arianespace-Projekt in Paris gegründet. Es ist auch eine französische Mutterkonzern und wir haben, wie gesagt, seit 25 Jahren Erfahrung am Markt und sind mittlerweile aus Sicht von den Analysten auch einer der führenden Anbieter auf dem Projektportfolio-Management-Markt. Gut. Ich hatte schon gesagt, wir haben zwei Produkte im Portfolio. Ich werde Ihnen heute Planisware, oder wir werden nachher das Video sehen zu Planisware Enterprise. Daneben gibt es noch Planisware Orchestra. Das ist eher so die Turnkey-Lösung für den Mittelstand, wenn es darum geht, auch schnell einen Einstieg zu finden in die PPM-Welt. Eher was, sag ich mal, für Einsteiger oder Fortgeschrittene mit einem kollaborativen Schwerpunkt, womit das man auch sehr schnell implementieren kann. Das hat auch einen sehr breiten Funktionsumfang, geht aber nicht so in die Tiefe wie Planisware Enterprise. Das ist dann unsere High-End-Lösung, wo wir uns eher an großen Mittelstand oder auch Konzerne adressieren. Das ist eine sehr performante, sehr strukturierte Lösung mit weitreichenden Funktionalitäten, die dann auch stark anpassbar ist an Kundenbedürfnisse, eigene Workflows, Datenmodelle, Erweiterungen und so. Das ist alles sehr einfach im Tool möglich. Und das Ganze basiert auf den Best Practices unserer Kunden. Das heißt, wir erfinden da die Welt nicht neu, sondern wir übernehmen einfach die Ansätze unserer Kunden peu à peu ins Tool und haben damit mittlerweile eine wirklich sehr mächtige, große Lösung gebaut. Wir sehen ja auch schon die Oberfläche von Planisware Enterprise. Sie sehen, es ist eine Web-Applikation und es ist aufgebaut über verschiedene Module, die wir hier oben über unsere Modulleiste erreichen können. Hier sind wir jetzt direkt eingestiegen in unser Home-Modul und befinden uns auf der Seite Workbox, wo dem User die wesentlichen Notifications, Workflow-Informationen, die an den speziellen User getriggert werden, direkt angezeigt werden und von der man aus dann direkt im Tool an die entsprechende Stelle geführt wird. Hier sehen wir zum Beispiel, ich habe ein paar Liefergegenstände zu tun. Ich habe auch vergessen, meine Zeiterfassung abzugeben für die letzten Wochen. Genau, wenn ich hier einmal ganz kurz auf das Plus drücke, dann sehen Sie hier die verschiedenen Modulen, die alle Planisware noch im Bauch hat. Wir werden uns heute nicht alle angucken können, dafür fehlt ein bisschen die Zeit. Die wichtigsten Module sind sicherlich das Projektemodul oder auch das Ressourcenmodul. Wichtig an der Stelle zu verstehen ist einfach nur, dass es eine integrierte Lösung sind. Alle diese Funktionalitäten stehen in der Lösung zur Verfügung und es kommt dann immer ein bisschen auf die Rolle bzw. auch auf den Kundenbedarf an, welche Module hier entsprechend aktiviert werden und verwendet werden. Darüber hinaus haben wir oben rechts unser Hauptmenü, wo wir dann auch entsprechend Einheiten einstellen könnten oder zum Beispiel auch die Sprache wechseln können. Heute sind wir hier auf Englisch unterwegs. Das Ganze gibt es aber natürlich auch auf Deutsch und in vielen verschiedenen anderen Sprachen auch noch. Gut, aber wir legen mal los. Wir gehen mal ins Projektemodul. Das ist typischerweise hier die Startseite für die Projektmanager, wo man einfach eine Übersicht bekommt über die Projekte und die verschiedenen Portfolien, die wir hier oben auswählen können. Wir sehen hier zum Beispiel, wir haben in dieser Beispiel-Company hier verschiedene Projekte, die gruppiert sind nach einer gewissen Baumstruktur. Diese Baumstrukturen sind sehr wichtig in Planisware, weil man auf diesen Ebenen dann auch entsprechend später die Daten konsolidieren kann nach oben. Genau. Hier sehen wir auf der einfach die projektwesentliche Attribute. Das können Indikatoren sein oder natürlich auch einfach nur Attribute oder natürlich auch Finanzinformationen, die wir hier direkt sehen. Genau, wir sehen auch, es gibt hier verschiedene, im Planisware Enterprise können Sie verschiedene Phasenmodelle hinterlegen auf den Projekten und damit auch verschiedene Projekttypen zum Beispiel steuern.
Aber gucken wir uns doch mal so ein Projekt an, was sich dahinter alles verbirgt. So, dann steigen wir hier mal ein in unser Projekt Dev 100, den neuen VR-Suit. Wenn ich hier draufklicke, komme ich erstmal auf eine Übersichtsseite zu dem Projekt, wo ich jetzt hier die verschiedenen Themen sehe, die Ihnen das Tool auch Funktionalitäten anbietet. Also wir sehen hier zum Beispiel einfach den Zeitverlauf, wie viel von dem Projektzeitraum schon abgeschlossen ist. Wir sehen hier, man kann Risikomanagement machen im Tool. Es gibt natürlich eine Scheduling Engine. Es ist ein Dokumentenmanagement-System integriert im Tool. Man kann offene Punkte pflegen. Man hat natürlich auch die Liefergegenstände. Und wir sehen hier zum Beispiel auch die Übersicht über die Aktivitäten, wie viel Prozent die schon abgeschlossen sind. Genau, von hier kommen wir dann auch auf die entsprechenden Themen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal auf eins von den Liefergegenständen hier klicke, hier sehen wir, hier haben zum Beispiel noch ein Konzept und eine Projektplanung zu tun. Wenn ich hier einfach mal draufklicke, dann sehen wir auch, kommen wir auf die Seite StageGate, wo wir unser Phasenmodell dieses Projekts sehen. Wichtig ist einfach nur an der Stelle, in Planisware können verschiedene Modelle hinterlegt werden. Typischerweise ist das hier der Governance-Prozess der Projekte mit den Hauptphasen und den Hauptmeilensteinen. Im oberen Bereich, im unteren Bereich sehen wir die Liefergegenstände, also die To-Dos, die erledigt sein müssen, dass dieses Projekt in die nächste Phase eintreten kann. Und so kann man schön diese Arbeitsergebnisse in Planisware steuern. Und das Schöne daran ist, dass man die auch per Workflow entsprechend an die einzelnen Benutzer im Tool delegieren kann und die bekommen dann direkt auf ihrer Startseite die Informationen. Hier sehen wir, wir haben ein Konzept, das ist geschrieben worden, das wurde auch schon approved. Wenn ich hier mal draufklicke, dann sehen wir auch, dass im Tool auch ein kleiner Viewer hinterlegt ist, wo wir entsprechend die Dokumente angucken können in der Vorschau und auch entsprechende Annotations dazu machen können. Natürlich ist auch ein Dokumentmanagement hinterlegt und wir könnten die Dokumente auch direkt bearbeiten. An der Stelle sehen wir jetzt auch schon, ich als Projektmanager hier, mir wurde das Project Planning zugewiesen. Das heißt, ich muss an der Stelle hier noch die Projektplanung und die Ressourcenplanung machen. Das Ganze können wir natürlich entsprechend machen, indem wir jetzt zum Beispiel hier einsteigen in das Gantt-Chart mal. Da sehen wir auch schon, dass natürlich eine Scheduling Engine mitkommt, eine sehr ausgereifte, wo wir hier natürlich Aktivitäten, unsere ganze WBS-Struktur planen können. Und dann auch die Terminplanung entweder grafisch im Gantt-Chart anpassen können oder natürlich auch in der Tabelle. Hier kann ich mehrere Änderungen auch auf einmal vornehmen und dann am Ende über die kleine Diskette speichern oder natürlich mit den Keyboard-Shortcuts. Darüber hinaus kann ich hier natürlich zusätzliche Aktivitäten einfügen. Entweder ich schreibe die rein oder ich ändere das hier einfach direkt ab. Auch mit den Keyboard-Shortcuts kann man an der Stelle arbeiten und dann natürlich auch die Aktivitäten hier miteinander verknüpfen. Da kommt wirklich viel mit den Planisware Enterprise hier. Das, was wir hier sehen, ist wirklich nur die Oberfläche hier der Scheduling Engine. Egal, ob Sie Vorwärtsplanung machen wollen oder Rückwärtsterminierung, das alles ist im Tool möglich. Gut, wenn wir unsere Projektplanung jetzt mal gemacht haben, dann ist vielleicht in dem nächsten Schritt natürlich eine Kosten- und eine Ressourcenplanung nötig, die wir hier machen können. Dazu füge ich mir auf der rechten Seite einfach mal ein Splitscreen ein und sehe hier unsere Ressourcenstruktur. Sie sehen auch schon, das kann runtergehen bis zu der Individualressourcenebene. Man kann aber natürlich auch auf einer generischen Ebene bleiben oder nach Rollen planen. Oder natürlich auch nach Teams. So, wenn ich jetzt hier eine Ressourcenplanung vornehmen möchte, dann kann ich einfach die entsprechende Ressource oder Rolle nehmen und per Drag and Drop auf die Aktivitäten schmeißen und dann mich entscheiden, ob ich hier mit einem Arbeitsfaktor oder mit einem Total Load plane, also in Manntagen oder in Stunden. Da unterstützt Planisware wirklich verschiedenste Formate. Nehmen einfach mal einen Arbeitsfaktor von 50% an. Und dann plane ich diese Ressource hier ein. Das kann ich mir hier auch dann direkt im Tool mal angucken, ob diese Ressourcenplanung, die ich hier gemacht habe, überhaupt zu den Verfügbarkeiten der entsprechenden Ressourcen passt. Sie sehen hier, es sind schon noch ein paar andere Ressourcenplanungen hier auf dem Projekt drauf. Die kann ich mir natürlich auch im Gantt-Chart als Überlagerung angucken. Die verstecken sich hier. Und da sehen wir dann auch entsprechend die Planung, die wir gerade gemacht haben. Und dem im unteren Bereich gegenübergestellt die entsprechende Restverfügbarkeit dieser Ressourcen. Also hier kriegt man schon eine erste Indikation, ob die Ressourcen, die man geplant hat, überhaupt zur Verfügung stehen.
Und wir sehen ja auch die direkte Auswirkung, wenn wir mal simulieren, was passieren würde, wenn man zum Beispiel da eine entsprechende Aktivität verschiebt. Der Undo-Button soll nicht, den wollen wir nicht aussparen, den zeige ich Ihnen natürlich auch noch. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir hier im Grunde genommen mit unserer Planung fertig sind. Wir haben unsere Terminplanung angepasst, eine Aktivität hinzugefügt. Wir haben erstmal die Ressourcen grob gestafft und können jetzt in diesem Stage-Gate-Prozess zum Beispiel sagen, okay, das hier ist abgeschlossen. Dadurch, dass wir hier auch in dem Workflow sind, können wir auch sagen, das validieren wir an der Stelle. Da sehen wir auch schon, kriegt das hier hinten auch entsprechend den Validate-Haken. Und so kann man wirklich auch die Arbeitsergebnisse im Tool tracken. So, als nächster Punkt, der hier noch offen ist, ist hier entsprechend ein Business Case, für den unser Controlling zugesehen ist. Das zeige ich Ihnen auch nochmal. Wenn wir da draufklicken, dann sehen Sie ja auch schon, dass dieses Business Case-Modell, das wir hier haben, im Grunde genommen auf einem Excel-Modell basiert. Was Sie hier sehen, ist jetzt die Active-Tab-Technologie, mit der Sie Excel-Modelle in Excel definieren können und dann nach Planisware überführen können und dann verknüpfen können mit den Daten aus Planisware heraus. Sie sehen ja schon, da kommen die Produktionskosten, also die Kosten, die wir jetzt sozusagen, also die Projektkosten, das sind die Projektkosten, die wir entsprechend in dem Projekt geplant haben. Die können Sie dann noch überlagern mit entsprechenden Werten, die Sie zum Beispiel in Excel pflegen. So, dazu gehe ich mir hier mal auf meinem zweiten Bildschirm, hole ich mir einfach mal die Excel-Tabelle, die mir der Kollege aus dem Controlling geschickt hat. Der arbeitet lieber in Excel. Die mache ich hier einfach mal auf und zeige die Ihnen. So sieht das Ganze aus. Der hat seine Angaben gemacht, aber dort fehlen natürlich noch die Projektkosten. So, die holen wir uns einfach mal rein, indem wir per Drag and Drop hier die Datei einfügen. Und Sie sehen schon, die Informationen füllen sich mit den Werten, die wir gerade in der Excel gesehen haben. Und wir sehen hier, dass zum Beispiel auch der NPV natürlich dementsprechend berechnet wird. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf unsere Projektübersichtsseite, dann sehen wir, dass dieser NPV sich dann auch wieder hier wiederfindet, wirklich als Attribut, als Wert im Planisware. Und so haben Sie die Möglichkeit, wirklich auch die beiden Welten miteinander zu verknüpfen. So, gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier in dem Projekt alles gemacht und wollen jetzt dieses Gate in die nächste, beziehungsweise mit diesem Projekt in die nächste Phase gehen und uns das Projekt freigeben lassen. Auch diese Workflows werden von Planisware unterstützt. Dazu drücken wir einfach mal den Knopf hier und Sie sehen schon, das ist jetzt hier an dem Entscheidungspunkt. Und ich könnte jetzt hier wirklich entscheiden, wie wir mit dem Projekt weiter vorgehen. Ich als Gatekeeper in der Rolle. Aber wir wollen uns das jetzt nicht singulär betrachten, sondern wir wollen mal gucken, wie sieht dieses Projekt in unserem Portfolio und wie passt dieses Projekt zu unserer Strategie. Dazu wechsle ich jetzt mal auf das Modul Strategic Portfolio. Und hier können Sie verschiedenste Strategien, Initiativen oder auch einfach nur Portfolien anlegen, wie Sie einfach Ihr Unternehmen strukturieren wollen, nach welchen Themengebieten oder zum Beispiel auch nach gewissen Business Units. So. Hinter so einer Strategy, wenn ich hier mal draufklicke, können sich mehrere Dinge verbergen, wie zum Beispiel eine Roadmap, wo wir hier sehen, das ist jetzt in unserer Beispielfirma, haben wir hier eine Cloud, eine Digital und eine Innovation Strategie und so passt es auf unsere Roadmap. Roadmaps sind ganz schön, weil es eine Kombination ist, einfach aus der Möglichkeit hier eine Visualisierung zu machen und das dann Ganze auch zu verknüpfen mit Projektdaten. Wenn wir jetzt hier mal auf unsere Digital Roadmap gehen, dann sind wir jetzt hier in unserer Digital Strategy, sehen hier die entsprechende Roadmap und sehen hier auch schon ein paar Epics. Ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen, also Sie können nicht nur klassische Projekte planen, sondern auch wirklich auch Epics und Features planen, wenn Sie mehr aus einer agilen Richtung kommen. So, wenn wir jetzt unsere Roadmap, die haben wir jetzt hier und jetzt wollen wir einfach mal gucken, wie unser Projekt hier in unsere Roadmap reinpasst. Hier haben wir unser Projekt und wenn ich das hier einfach mal reinziehe, dann sehen wir, wie sich dieses Projekt anfühlt in unserer Roadmap entsprechend. Solange die Datumswerte hier auch geblockt sind, kann ich hier auch entsprechend nichts verschieben. Das Projekt wird sich immer an der richtigen Stelle befinden, kann das aber natürlich auch entsperren und dann sozusagen auf meine Roadmap auch ein Szenario machen, wie wir hinkommen. So, das eine ist die Visualisierung, das andere sind natürlich auch die Inhalte und die konsolidierten Werte der einzelnen Projekte. Dazu gucken wir uns in der Strategie hier einfach mal die Übersichtsseite an.
So eine Strategie können Sie natürlich auch erstmal qualitativ beschreiben. Sie sehen die entsprechenden Projekte, die dieser Strategie zugewiesen sind. Und wenn wir jetzt mal reingehen wollen in eine Szenarioerstellung, dann fangen wir vielleicht mal ganz einfach an mit einer Waterline. So, die Waterline ist ein Feature im Tool, das es Ihnen ermöglicht, einfach mehrere Constraints zu definieren. Hier mal ganz einfach dargestellt. Über ein Target von 5 Millionen für ein Target-Budget von 5 Millionen für 2022 und 4 Millionen für 2023. Und auf der linken Seite sehen wir die entsprechenden Projekte, die dieser Strategie zugewiesen sind, und können jetzt hier anfangen, ein Szenario zu planen, indem wir das Ganze erstmal zum Beispiel in einer bestimmten Reihenfolge uns anzeigen lassen. Wir nehmen hier erstmal alle Must-Do-Projekte und die mit der höchsten Priorität. Nach der Reihenfolge soll das hier erstmal dargestellt werden. Wir sehen, da oben haben wir unsere drei Must-Do-Projekte mit der entsprechenden Priorität, und dann geht es los. Je niedriger die Zahl hier, desto höher sozusagen die Priorität. Und da sehen wir auch, dass unser New VR-Suite-Projekt eigentlich noch ganz gut reinpassen würde. So, jetzt nehme ich hier mal die vier Projekte in unser Szenario mit auf. Wir sehen schon, das System warnt mich, dass es hier Abhängigkeiten gibt. Auch das wird berücksichtigt, aber dazu in einem Moment. So, also was sehen wir hier jetzt? Unsere Waterline. Also unsere Waterline zeigt uns erstmal an, wo sozusagen die Grenze unserer entsprechenden Constraints ist. Die liegt im Grunde genommen hier. Also das heißt, wir könnten noch ein Projekt mit aufnehmen. Wenn wir das Epic 008 auch mit in unser Szenario mit aufnehmen, dann sehen wir, sind wir mit unserem Szenario genau über der Waterline. Also mit insgesamt 2,6 Millionen fahren wir jetzt hier. Und wenn wir jetzt noch ein weiteres Projekt mit aufnehmen würden, hier unser Epic 01, dann würden wir sehen, dass wir mit unserem Szenario hier knapp 29.000, also wirklich nur ganz knapp über unserem Target liegen. Und wenn wir jetzt unser Target zum Beispiel, also heißt in dem Fall unser Budget, einfach mal um 1 Million erhöhen, das Ganze, dann sehen wir, dann passt es auch wieder. Wir bräuchten für dieses Szenario circa 5 Millionen, wenn wir alle die Projekte machen wollen, beziehungsweise dann 3 Millionen im Folgejahr. Gut. Das berücksichtigt hier, diese Waterline-Feature berücksichtigt jetzt erstmal nur die Constraints, die wir natürlich hier sehen. Ihnen ist sicherlich klar, dass es natürlich noch wesentlich mehr Constraints gibt. Deswegen gehen wir noch mal ein bisschen rein in die Szenarioerstellung an der Stelle und schauen uns das Ganze noch mal vertieft an. Also hier noch mal die Übersicht. Wir sehen hier wieder unser Budget, die 6 Millionen und die 4 Millionen, die wir gerade definiert haben, und natürlich dann entsprechend die Summe aller Projekte, die aufgerufen werden in diesem durch dieses Szenario, das wir definiert haben. Und Sie sehen auch schon hier, dass man jetzt entsprechend hier auch gegebenenfalls simulieren könnte, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel Projekte gewichte oder auch anders zeitlich darstelle. Wenn ich jetzt hier einfach mal sage, wir machen das Ganze hier zu 50%, dann sehen Sie auch, dann gehen die geplanten Kosten auch hier nur mit 50% in die Rechnung mit rein, in diesem Szenario. Gut, wir hatten vorhin gesehen, das System hat uns gewarnt, es gibt Abhängigkeiten, die nicht berücksichtigt werden. Wir haben hier deswegen eine Übersicht, wo uns das System die Abhängigkeiten klar darstellt. Hier zum Beispiel haben wir jetzt unser Dev 100 Projekt ist mit drin. Wir haben unser IT 003, ist ein Nachfolgeprojekt, hat es leider nicht reingeschafft in unser Szenario. Wir haben aber hier ein Problem, weil unser IT 001 drin ist, aber das Projekt IT 002, wo wir vielleicht irgendeine Technologie entwickeln, die hier dann vermarktet wird, also müssten wir das hier im Grunde genommen auch nur mit aufnehmen. Und wenn wir das machen, dann sehen Sie, werden sich auch hier entsprechend die Visualisierung klar deutlich machen, dass in dem Fall die Abhängigkeiten soweit okay sind in diesem Szenario. Gut, last but not least an der Stelle hier, was ich Ihnen noch zeigen will, ist das Thema Timeshift. Mit dem Timeshift können Sie wirklich dann auch nochmal fein granularer simulieren, wie sind denn die zum Beispiel die Auswirkungen unseres Szenarios zum Beispiel auf die Ressourcenverfügbarkeit, und gibt es Bottlenecks?
dazu nehmen wir uns hier einfach, schauen wir uns das mal auf der Gesamtressourcenebene an. Da sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir haben im oberen Bereich, sehen wir jetzt hier die Projekte mit ihrer terminlichen Planung. Und im unteren Bereich sehen wir einfach die Ressourcenbedarfe aus diesen Projekten gegenübergestellt zu der Ressourcenverfügbarkeit aller Ressourcen, beziehungsweise immer der Ressource, die wir entsprechend auch auswählen. Das Ganze können wir uns natürlich hier auch nochmal im Detail angucken. Wenn wir das wirklich nach Ressource gruppieren, dann sehen wir hier auch feingranular nicht nur die oberste Ebene, sondern auch die darunterliegenden Ebenen zum Beispiel. Und jetzt kann man hier simulieren, was passiert, wenn wir zum Beispiel einzelne Projekte verschieben. Was zum Beispiel passiert, wenn wir sagen, okay, unser Projekt wird genehmigt, aber wir verschieben das Ganze einfach mal um 100 Tage. Dann kann man das hier entsprechend reinschreiben in die Tabelle oder natürlich hier auch wirklich einfach grafisch simulieren, was passiert, wenn wir das entsprechend verschieben. Oder natürlich hier auch zum Beispiel die Gewichtung anpassen. Wir packen hier mal die 200% drauf und dann sehen wir schon auch entsprechend, da ändern sich dann hier unten auch die Werte, weil wir dann einfach eine höhere Auslastung haben der Ressourcen, wenn wir diese Projekte anders gewichten. So, Szenarioplanung, Roadmaps, Waterline Feature, das alles ist, kommt hier mit. Was wir auch noch bieten können, sind zum Beispiel OKRs, also Objective and Key Results, wo Sie auf der strategischen Ebene Ziele definieren und dann einfach kumuliert die Informationen zurückbekommen aus den Projekten, wie viel einzelne Projekte zu dieser Zielerreichung beitragen und wie weit wir dann sozusagen in Summe mit der Zielerreichung sind. Natürlich muss man diese Objectives irgendwie versuchen, quantitativ zu beschreiben. Aber das kann man hier ganz gut sehen. Also hier zum Beispiel wollen wir 50 oder 40 Tools in die Cloud bringen. Nee, wir wollen mehr als 50% der Apps in die Cloud bringen. Wir 50 ist der Zielwert. 46 haben wir schon in die Cloud gebracht. Das heißt, wir haben hier eine Zielerreichung von 92%. Gut, wenn wir das alles gemacht haben und wir sagen, okay, wir geben das Go für dieses Projekt, dann kann man das natürlich entweder hier wirklich über das Szenario machen oder wir gehen auch zurück in unser Projekt und sagen hier einfach, okay, wir nehmen unsere Entscheidung und führen dieses Projekt in die nächste Phase über. Dann sehen wir schon, dann sind wir hier in der Phase 0 und in der Phase 0 haben wir dann auch wiederum Liefergegenstände, die dann wiederum delegiert werden an die entsprechenden Rollen. Die Leute kriegen eine Information auf ihrer Startseite, dass sie jetzt hier neue To-Dos haben. So, an der Stelle wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen vertieft einsteigen in das Thema Ressourcenplanung. Wenn wir jetzt unsere generische Ressourcenplanung gemacht haben, dann wollen wir natürlich auch wissen, okay, also zum Teil wollen unsere Kunden dann auch wirklich diese generische Ressourcenplanung in der Individualressourcenplanung umwandeln, beziehungsweise dann auch wirklich Individualressourcen zuweisen. Wir haben hier gesehen, also hier haben wir zum Beispiel auf dieser Phase 1 haben wir unser Development-Team geplant und wir haben gesagt, wir brauchen hier ein gewisses Skillset. Also die Person, die wir hier brauchen, die muss zumindest Englisch sprechen und Unix Senior Skill haben. Und über diese kleine Lupe kann dann der Projektmanager auch entsprechend suchen, ob es entsprechende Ressourcen mit einer Restverfügbarkeit gibt, die entweder beide oder einen der Skills zumindest erfüllt. Da sehen wir schon. Wenn wir nur die über das Oder suchen, haben wir einen kleineren. Und wenn wir wirklich sagen, okay, wir müssen das komplette Skillset erfüllen, dann haben wir hier die Brown Irene. Wir sehen hier, die hat auch noch eine gewisse Restverfügbarkeit. Also können wir an der Stelle wirklich auch diese generische Planung durch eine Individualzuteilung hier ersetzen. Sie sehen schon, damit ist die Brown Irene hier in dem Projekt eingeplant. Wir machen das jetzt hier auf der Seite des Projektmanagers. Das kommt dann wirklich auf den Kunden und auch auf die Rechte und auf die Rollen bei den Kunden drauf an, ob das hier der Projektmanager machen kann oder ob das ein Ressourcenmanager macht. Wenn es ein Ressourcenmanager macht, dann würde er es natürlich über sein Ressourcenmodul machen. In dem Ressourcenmodul stehen den Linienverantwortlichen dann Übersichten zur Verfügung, wo sie sehen können, wie sind denn die einzelnen Abteilungen oder die einzelnen Teams ausgelastet. Hier natürlich immer gefiltert auf die entsprechende Ressource. Also hier sehen wir es jetzt zum Beispiel mal für unsere Infrastruktur.
Wir sehen ja, wir haben eigentlich noch eine ganz gute Restverfügbarkeit in unserem Development-Team, aber unser Security-Team ist maßlos überlastet. Und wenn wir mal sehen wollen, wo diese Überlast herkommt, dann zeigt das Tool natürlich hier auch die Details an. Also wir sehen hier zum Beispiel, dass dieses Team hier in drei Projekten hier nur zu 5%, hier zu 50, in Summe zu 55 und dann aufsteigend entsprechend mit der Priorität. Und irgendwann ab dem Projekt Security Certification wird es dann knapp werden, weil man die dann entsprechend auch die Verfügbarkeit in dem Team gar nicht mehr hat. Genau, also das Tool visualisiert hier entsprechend die Bottlenecks, die wir dann in den einzelnen Departments hätten. Wenn ich jetzt mal hier auf das Security-Team gehen, wird man es auch dann direkt sehen. Da haben wir einen riesen Bottleneck und wenn wir sehen wollen, aus welchen Projekten das Ganze kommt, dann kann ich hier auf Workload by Project gehen und dann würden wir hier auch in diesem Security-Team einfach sehen, welche Projekte hier im Grunde genommen zu dieser Überlast führen. Projekte sind hier auch wiederum nach der Priorität sortiert, sodass die Projekte mit der höchsten Prio ganz unten stehen, sodass auch ein Ressourcenmanager hier schnell entscheiden kann und sehen kann, wo er vielleicht mal den Telefonhörer in die Hand nehmen muss, um mit dem Projektkollegen zu reden. Klar, das sollte eigentlich nicht passieren. Dafür sollte man eigentlich in der strategischen Planung, wenn man das vorneweg macht, dann sollte man so starke Bottlenecks natürlich nicht haben. Ich will es Ihnen noch zeigen an der Stelle natürlich hier auch. Also hier habe ich auch die Möglichkeit, als Ressourcenmanager die entsprechenden Ressourcen zu suchen. Wenn ich mal hier davon ausgehe, ich bin hier als Infrastrukturverantwortlicher unterwegs und suche hier einen entsprechenden IT-Developer, dann habe ich hier die Möglichkeit, wirklich diese eine generische Planung aus Sicht von einem Ressourcenmanager, ohne jetzt wirklich in die Details vom Projekt zu gehen, zu gucken, okay, wo ist eine Restverfügbarkeit da und wen kann ich den für das entsprechende Projekt zuweisen. Das hier, was wir jetzt sehen, ist wirklich ohne Workflow. Für die Kunden, die hier an der Stelle auch einen Workflow benötigen, also für das Zwischenspiel zwischen Projekt und Ressourcenmanager. Auch das kann man im Tool standardmäßig machen. An der Stelle hier für die Demo nur ausgeblendet. Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen Projekt, ein bisschen Strategien und Szenarien angeguckt. Ich komme nochmal zurück auf das Projekt, weil ich Ihnen noch was zeigen möchte, was natürlich auch immer wieder nachgefragt wird. Wir bieten nicht nur klassische Projektplanung an, sondern natürlich auch agile. Sie können auf jeder Aktivität im Projekt auch ein Board hinterlegen. So wie hier auf ein Beispiel auf der Software Development. Wenn ich hier drauf komme, komme ich auf meine Boardseite im Projekt und habe hier die Möglichkeit auf einem Kanban-Board, das natürlich auch von dem Status her dann jeweils kundenspezifisch einfach eingestellt werden kann, sehe ich hier die Ressourcen, die entsprechend drauf geplant sind. Ich sehe mein Backlog und ich sehe, was den einzelnen Ressourcen auch schon an Stories zugewiesen worden ist. Und wenn ich hier jetzt einfach mal aus dem Backlog hier ein Item nehme und meiner Person zuweise, dann bekomme ich das natürlich auch als entsprechender User eine Information dazu auf meiner Startseite. Hey, ich habe ein neues Requirement, ich bin dafür zuständig und kann von hier aus direkt auf mein persönliches Kanban-Board abspringen, wo ich dann die unterschiedlichen Stories, Anforderungen, To-Dos, wie auch immer Sie das nennen wollen, aus den verschiedenen Projekten sehen können. Also ich sehe, ich bin hier in zwei Projekten eingeplant und habe in zwei Projekten entsprechend To-Dos bekommen und kann, wenn ich den entsprechend dran gearbeitet habe und sie fertiggestellt habe, das auch direkt von meiner Startseite aus machen und der Projektmanager an der Stelle kriegt dann wiederum die Info, aha, das ist abgeschlossen und das spiegelt sich dann hier natürlich automatisch wieder. Jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr noch abgeschlossen. Ich mache das für die Kollegin auch mal. Dann können wir uns hier nämlich auch schön den Fortschritt angucken, hinsichtlich der Abarbeitung der Story Points. Also hier in Summe haben wir 10 Story Points auf diesen Stories hinterlegt. 5 von denen haben wir jetzt sozusagen schon in Summe geschafft. 5 sind noch auf To-Do gestellt. Das heißt, da sind wir zu 50% an der Stelle fertig. Also so kann man auch agil den Fortschritt messen im Tool. Und das parallel zu den klassischen Themen, wie zum Beispiel Kostenplanung und Ressourcenplanung. Gut, was ich Ihnen an der Stelle vielleicht als noch zeigen möchte, ist natürlich, wenn wir nochmal auf die Assignments gehen, die Kosten.
Hinter den Ressourcen stecken natürlich auch immer Kosten. Da kann man Kostensätze hinterlegen auf den einzelnen Ressourcen. Die werden dann natürlich auch nach oben konsolidiert, zusammen konsolidiert, sodass die natürlich auch in unsere Kostenplanung entsprechend mit einfließen. Eine normale Kostenplanung kann man natürlich auch machen, heißt alles, was jetzt nicht Ressourcen sind, kann man einfach über sozusagen Kostenarten, Cost-Accounts dann entsprechend auf die Projekte einplanen. Und was dem Projektmanager dann natürlich auch zur Verfügung steht, sind verschiedene Dashboards, auf denen die Daten dann auch immer nach Kundenbedarf dann hier angezeigt werden. Hier als Beispiel einfach mal so ein Statusbericht, wo ich eine Übersicht habe zu den Liefergegenständen, zu meinen Kosten und zu meinem Load, zu der entsprechenden Planung, die wir gemacht haben. Ob es da eine Abweichung gibt zwischen den Ist-Kosten oder den geplanten, zu den geplanten Kosten und den ursprünglich mal budgetierten Kosten. Und das kann ich mir natürlich hier auch auf einem entsprechenden Report angucken. Hier sehen wir schon, wir haben entsprechend auch Equipment gebucht und natürlich die Ressourcenkosten gehen alle auf Internal Labor. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, in dem Projekt verschiebt sich was und wir machen hier einzelne Phasen etwas ein bisschen länger. Wir verschieben hier einfach mal ein bisschen was und gucken uns das dann nochmal in unserem Dashboard an. Dann werden wir entsprechend auch sehen, dadurch, dass ich natürlich die Ressourcen hier, also die Task verlängern, der Ressourcenbedarf damit automatisch auch in die Höhe gehen kann, gehen auch unsere Kosten mit nach oben. Und das, wir sehen hier, wir haben eine Abweichung zwischen dem Soll und der aktuellen Planung. Gut, ich schaue noch mal schnell auf meine Workbox. Wir hatten hier noch ein anderes Item, nämlich ich habe noch ein Issue. Ich soll ein das MS Teams erstellen für das Projekt. An der Stelle will ich Ihnen noch was zeigen, nämlich die Integration zu Teams. Also das Planisware kommt mit mehreren Standardkonnektoren, darunter auch ein Standardkonnektor zu MS Teams. An der Stelle zeige ich Ihnen einfach mal ganz kurz unsere Teams-Umgebung. Hier sehen wir haben entsprechend zwei Teams, auch unser IT-001. Und jetzt wollen wir einfach für unser Dev-Projekt auch noch ein Team anlegen. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier noch die Team-Member unseres Projektes mit angeben. Hier packen wir noch die Kollegin Theresa mit rein und sagen dann einfach, und jetzt wollen wir hier auch entsprechend ein aus Planisware heraus ein Team in Microsoft Team anlegen. So, jetzt rechnet das System an der Stelle ein bisschen. Sie sehen, die Schnittstelle ist hier aktiv. Es passiert was, es passiert live. Und dann sollten wir fertig sein. Und wenn das gewiefte Auge hat auch erkannt, dass wir hier oben entsprechend jetzt auch schon in unseren Microsoft Teams entsprechend ein Team angelegt haben und könnten hieraus entweder Unterhaltungen natürlich starten oder auch, und das ist interessant, auch aus Planisware heraus können wir sozusagen Team-Chats in MS Teams starten. Gut. Last but not least, vielleicht noch einen kleinen Blick in unser Portfolio Reporting Modul. Hier in dem Portfolio Reporting Modul stehen Ihnen dann einfach verschiedenste Reports zur Verfügung, die wir in der Regel mit unseren Kunden gemeinsam konfigurieren, einfach aufsetzen. Wir haben einen integrierten Berichtsgenerator dabei. Das hier soll mal ein Beispiel sein, wie dann typischerweise solche Berichte aussehen können. Wir haben Tachometer dabei. Wir haben Balkendiagramme natürlich. Wir haben irgendwelche Tortendiagramme. Wir haben aber auch Indikatoren. Und aus dieser Kombination von diesen Visualisierungen kann man dann einfach einen Bericht generieren, der dann natürlich immer bezogen auf das entsprechende Portfolio, das man auswählt, dann den Anwendern und beziehungsweise hier ja den Anwendern, den Projektmanagern, den Portfolio-Managern oder auch den Ressourcenmanagern die Daten, die im Tool entsprechend gepflegt werden, live anzeigen. Und hier kann man auch schöne Drilldowns hinterlegen. Also wenn ich wissen will, woher kommt denn diese Überlast aus der Infrastruktur, dann kann ich hier auch einen Drilldown hinterlegen. Ich komme entsprechend dann hier auf Details und einfach aus dieser Kombination von der Vielzahl an Daten, die Sie im Planisware pflegen können und dem Berichtsgenerator, der es Ihnen dann ermöglicht, die Daten in der entsprechenden, also nach Ihrem Bedarf anzuzeigen, bietet das Tool hier wirklich einen klasse Mehrwert. Gut, was haben wir noch? Last but not least, schauen wir uns nochmal den Network Graph an der Stelle. Ist auch eine relativ neue Funktionalität, wo man
schön die Abhängigkeiten visualisieren kann zwischen den einzelnen Themen, die man im Projekt im Tool plant, also zwischen zum Beispiel irgendwelchen Abteilungen, Projekten, Technologien, Applikationen, Business Capabilities, also alles das kann man hinterlegen und dann kann man hier wirklich auf so einem Network Graph schön die Abhängigkeiten sehen zwischen einzelnen Projekten oder Applikationen oder Technologien oder sei es auch Abhängigkeiten zum Beispiel zwischen Ressourcen und Skills zum Beispiel. Gut. Das war es im Grunde genommen für heute. Das war ein kleiner Überblick von zu Planisware Enterprise. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und weiter geht's mit der Fragerunde. Wir haben drei Fragen bislang. Kann man Ressourcenanfragen erstellen und kriegt man eine Info von Ressourcenmanager zur Zuweisung? Ja, also ja, das kann man machen. Man kann Ressourcen planen. Das ist der erste Schritt. Die nächste Stufe wäre dann, dass man diese Ressourcenplanung auch an den Ressourcenmanager meldet. Das kann man auch über den Workflow machen. Und der Ressourcenmanager auf seiner Seite kann dann passende Ressourcen suchen in seinem Pool, die dann zuweisen oder wenn er auch keine passende Ressource findet, auch weiterleiten an andere Ressourcenmanager. Und dann natürlich am Ende des Tages das Zurückspielen an den Projektmanager per Workflow. Mhm. Dann kann man mehrere Ressourcenmanager einstellen für verschiedene Geschäftseinheiten oder Bereiche? Ja, natürlich, natürlich. Also jede Ressource kann einen oder mehrere Ressourcenmanager haben und das kann man natürlich auch nach einer Organisation oder Bereichsstruktur gruppieren. Genau, klar. Mhm. Und die letzte Frage soweit. Gibt es bereits eine bidirektionale Anbindung zur SAP, also CATS als Beispiel? Also wir haben eine Standardschnittstelle zur SAP und die ist auch von SAP zertifiziert. Nichtsdestotrotz ist es in der Regel so, dass diese SAP-Systeme auf Kundenseite ja auch immer irgendwo angepasst sind und deswegen ist es meistens so, dass wenn man die beiden Systeme miteinander verschraubt, dass man da einfach, sage ich mal, noch ein bisschen Konfigurationsaufwand reinstecken muss, damit diese Schnittstelle dann auch genau das machen, was das Business vorhat. Aber aus einer technischen Sicht, klar, gibt es auch eine bidirektionale Schnittstelle zur SAP. Mhm. Okay, hier kam noch eine Frage rein. Wie komplex oder aufwendig ist die Konfiguration generell, beispielsweise den Statusbericht um weitere Attribute ergänzen, Layout verändern etc.? Das ist sehr einfach. Dieser Berichtsgenerator in Planisware, der fühlt sich so ein bisschen an wie Excel Pivot. Also wenn Sie das kennen, dann ziehen Sie einfach in die verschiedenen Bereiche Ihre Dimensionen, Messwerte und auch die Attribute, die Sie da haben wollen. Und wenn Sie in so einem Bericht ein zusätzliches Attribut haben wollen, dann ziehen Sie das per Drag and Drop einfach in den Berichtsgenerator da noch mit rein und veröffentlichen den dann. Also das ist dann sehr einfach. Das kann ein, sage ich mal, geschulter Admin auf Ihrer Seite, auf Kundenseite sehr, sehr schnell alleine machen. Dafür brauchen Sie unsere Hilfe nicht. Ja, dann noch etwas. Können Sie etwas zu den Kosten sagen? Ja, also wir bieten es, das kommt natürlich immer auf das Mengengerüst an, auf die natürlich auf die Anzahl der Lizenzen, also es sind Named-User-Lizenzen und es kommt auch darauf an, ob Sie das On-Premise oder als SaaS-Modell verwenden und dann kommt natürlich auch noch ein Implementierungsprojekt in den meisten Fällen mit dabei am Anfang, wo man einfach das System ein bisschen an die Kundenbedürfnisse anpasst. Und wie immer, wie überall, das kann sehr schwanken, je nachdem, wie, sag ich mal, komplex die Anforderung oder wie groß das Mengengerüst ist. Wie lange dauert die Einführung in der Regel? Auch das kommt natürlich auf die Komplexität und auf die Größe des Systems, aber so in der Regel ist das. Bei großen Unternehmen heißt es hier? Bei großen Unternehmen.
Also ich denke mal, mit einem Zeitraum von 6 bis 9 Monaten bei großen Unternehmen sollte man sich schon damit rechnen. Also wir reden dann oftmals auch dann von Schnittstellen, von komplexer oder sagen wir von der Konfiguration auf ihrer Seite muss man dann natürlich am Anfang des Kernteams schulen. Man wird die Anwenderschulungen dann auch machen müssen und da sollte man sich dann schon so einen Zeitraum von 6 bis 9 Monaten einplanen. Aber es geht auch weit schneller, wenn man mit einem, sag ich mal, mit einem kleineren Subset an Funktionalitäten zum Beispiel beginnt und es dann peu à peu einfach ausrollt. Ja, dann welche Technologien verwenden Sie? Da muss ich jetzt eine Rückfrage stellen, auf was bezieht sich das? Weiß ich nicht, steht hier nicht mehr. Vielleicht kann der Herr das etwas konkretisieren. Also es ist eine Eigenentwicklung, es ist eine webbasierte Eigenentwicklung. Das Ganze basiert, es ist eine Dreischichtarchitektur, es sind Datenbanken, Applikationsserver und der Endanwender braucht einen Client dafür. Und ja, wie gesagt, das ist eine Eigenentwicklung der Firma. In welchen Branchen wird Planisware überwiegend eingesetzt? Das ist komplett branchenübergreifend. Also wir kommen aus der Luftraumfahrttechnik. Wir sind gewachsen in der Pharmaindustrie, bieten das Produkt aber mittlerweile. Also wir haben Kunden aus allen Branchen. Wir haben Kunden aus der Automotive, aus dem Automotive-Bereich, klar, Pharma, Medizintechnik, aber auch aus dem Banken, IT-Bereich, im Energiebereich, im Chemiebereich. Da sind wir, also wir haben keine Branchenspezialisierung.